Leute, da sind wir beim nächsten Video. Dieses Mal ein bisschen spezieller. Und zwar ein From the Vault Angels. Leider, leider, leider nicht OVP. Es sind alle Engel drin und ich werde die mit euch auspacken und werde dann drüber nachgucken, wie die Engel so sind, was die so machen und werde genau auf die Engel eingehen. Es ist alles in dieser Box drin, sofern ich weiß. Aber die Dinger sind schon mal ausgepackt gewesen und deswegen habe ich die auch ziemlich günstig bekommen und dachte mir, hey, die zeige ich euch. So, gucken wir uns mal an, was wir drin haben. Wir haben Engel. Ach, wunderschön. Auch die Box, by the way, tatsächlich meiner Meinung nach die schönste Box mit diesen Federn, mit diesen geschwungenen. Richtig, richtig schön. Und ja, wie immer, wir haben hier so ein Pösterchen. Gott, ist das riesig. Das kriege ich hier doch niemals auf meinen Bildschirm. Das ist der Engel aus dem rot-weißen, schwarzen Kaya-Commander. Tariel? Ich habe jetzt bestimmt gerade nicht auf der Box nachgeguckt. Nein, nein. Und auf der Rückseite zu den ganzen Engeln ein paar Informationen, wo sie herkommen, was sie machen und ja, was sie so in der Zeit gemacht haben. Sehr, sehr cool. Da werde ich auch vielleicht hin und wieder mal drauf schielen, um da was zu erzählen. Gerade bei Engeln bin ich ja nicht ganz so bewandert, auch wenn ich weiß, als meine Lieblingsfarbe ansehe. Muss ich sagen, Engel sind mir zu groß. Da muss man zu viel Mana für bezahlen. Und schauen wir uns mal an, was wir hier haben. So, einmal der Würfel. Ein wunderschöner Würfel. Hier oben mit dem Engelsymbol und diesem weiß-lila ist das. Weiß-Aubergine, wahrscheinlich eher weiß-braun. Ziemlich, ziemlich schön. Und ja, gucken wir uns die Karten an, die wir haben. Wir haben hier 4 Engel. Wir haben hier 4 Engel. Hier ist sogar noch dieses Original Papier drum. Und wir haben hier, oh, hier auch. Nochmal 4 Engel. Nochmal Engel. 5, 6, 7 Engel. Okay, das sind eine Menge Engel. Gucken wir hier uns mal nacheinander durch. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass ich die nicht einfach aufmachen kann. Aber ich werde jetzt einfach der Reihe nachgehen, wie sie hier auf diesem großen Sheet sind. Und werde sie, während ich mit euch rede, mal ganz still und heimlich von den Inner Sleeves befreien. Weil, wie ihr wisst, From the Vault Foiling ist sehr angegriffen. Das werde ich mir auch nochmal anschauen. Wir fangen an mit Akroma. Schönes Foiling. 8 Mana, 6-6, fliegend, Erstschlag, Wachsamkeit, Trampel, Eile, Schutz vor Schwarz, Schutz vor Rot. In einem, wie ich finde, wunderschönen Artwork. Hier mit diesem komplett glatten Gesicht und diesem echt wunderschönen Richtung. So sollen Engel aussehen. Ich weiß, viele mögen dieses Ursprungsartwork von Akroma, aber nee. Nee. Ja, sieht sehr, sehr cool aus. Und die gute Dame haben wir nochmal. Und zwar hier Akroma Angel of Fury. Dann mit Red Hair. Schreibt mal bitte in den Kommentar, ob Blue Hair oder Red Hair. Ich darf es nicht sagen. Wir haben 8 Mana, 6 Hex. Kann nicht gekontert werden. Fliegeln, Trampel, Schutz vor Weiß und vor Blau. Was halt dazu führt, dass sie halt gegen diese Kontrollfarben ganz besonders. Das Foiling ist krass. Für ein rotes Mana, ich nenne es liebevoll den Dracheneffekt, also +1/+0 und Morph. Also für 3 Mana verdeckt setzen und für 6 Mana aufdecken. Ein Kollege von mir hat die tatsächlich damals in seinem Reanimator-Deck gespielt und hat die auch immer wieder aufgemorpht. Und das war schon cool. Das war echt, echt cool. Dann haben wir einen Engel. Als der rauskam, dachte ich nicht, dass der irgendwas macht. Der war, glaube ich, in einem Commander-Deck drin. Also wir haben hier Legions, wir haben hier Planet Chaos. Und wir haben hier im Commander, und zwar Archangel of Strife. 7 Mana, 6-6 fliegend. Wenn der ins Spiel kommt, sucht jeder Spieler Krieg oder Frieden aus. Kreaturen, die ein Spieler, der Krieg ausgesucht hat, kriegen +3/+0. Und jeder Spieler, der Frieden ausgewählt hat, diesen Kreaturen kriegen +0/+3. Auch hier Foiling, Oberfläche voll okay, alles fast neuwertig. Dann kommen wir zu dem Lieblingsengel eines Kollegen von mir, der damit praktisch Magic angefangen hat und der Boros geliebt hat und wirklich ganz, ganz viel gespielt hat, gerade zu der Zeit. Und Grüße gehen raus an dich, Mario. Wir haben hier Aurelia, The Warleader. Aus Gatecrash, 6 Mana, 3-4, fliegend, Wachsamkeit, Eile. Also Fliegen ist, glaube ich, so ein wiederkehrendes Thema. Bin mir noch nicht sicher, wie weit Eile bei Engeln ein Thema ist, aber
Okay. Und immer wenn Aurelia angreift zum ersten Mal in einem Zug, dann enttappen alle Kreaturen und man kriegt eine zusätzliche Combat-Phase. 6 Mana 3-4, das ist ein wunderschönes Artwork, auch hier mit diesem flammenden Hahn. Richtig cool. Dann kommen wir, glaube ich, zu dem teuersten Engel aus diesem Set. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Avacyn, Angel of Hope. 8 Mana, 8-8, fliegend, Wachsamkeit und Zerstörbarkeit. Wachsamkeit, Wachsamkeit, Wachsamkeit. Okay. Okay. Unzerstörbar ist halt ziemlich, ziemlich cool. Und andere Permanente, die man kontrolliert haben, auch Unzerstörbarkeit. Das ist im Commander richtig, richtig stark. Und ich glaube, da wird hier auch ziemlich viel gespielt und ist da auch so ein kleiner Pinnacle of All Doom. Und dementsprechend, ja, Avacyn, Angel of Hope. Es glitzert so schön in der Kamera. Das ist richtig schön. Ich weiß, ein paar Leute von euch werden sich richtig abfacken, weil es hier so hart glitzert. Ah. Es freut mich, es tut mir leid, ich weiß, es ist ein Dislike wert. Macht das ruhig, wenn ihr unbedingt wollt. Aber ich finde es tatsächlich, ich mag dieses Foiling von From the Vault. Und es ist auch so schwierig, gut erhaltene From the Vaults zu finden. OVP mal ganz abgesprochen. Und deswegen bin ich super glücklich, dieses Teil aufzumachen. Lasst mir auch ein bisschen mehr Zeit damit. Ich hoffe, ihr vergebt mir das. Dann haben wir den Wallet Slayer Angel. Ja, ich weiß, er heißt Baneslayer Angel. Als er im Corset 2010, glaube ich, rauskam, war das der Wallet Slayer Angel, weil der unendlich teuer war. Ich glaube, 50 Euro war ein Schnapper. Und das ist halt ein 5 Mana 5-5 fliegend Erstschlag, Lifelink, Schutz vor Dämonen und vor Drachen. Das ist halt so ein Engel, der wirklich, wirklich stark ist und auch war. Mittlerweile halt auch einiges an Reprints gesehen hat, deshalb ist er nicht mehr so teuer. Aber für 5 Mana ein 5-5 fliegend Erstschlag, Lifelink, das ist halt, also Serra Angel ist nichts dagegen. Dann kommt die Engelkarte, mit der ich, glaube ich, am besten vertraut bin. Entreat of the Angels. 3 weiße Mana XX. Wir bringen X, 4-4 weiße Engel-Kreaturenspielsteine ins Spiel mit Miracle für 2 weiße und X. Oftmals End of Turn gecastet für 4 oder 5 Engel und lässt einen das Spiel gewinnen. Ja, der Rand ein bisschen was abbekommen, das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten sieht die doch noch sehr gut aus. Gefällt mir richtig cool. Ich mag die Karte. Ich mag auch dieses Miracle hier oben. Dieses wunderschöne. Ja, ja. Ich mag das einfach. Ihr merkt das schon. Dann kommt eine sehr ikonische Karte für manche Leute. Und zwar eine Karte aus Onslaught, der Exalted Angel. Hier in einer anderen Version mit 6 Mana 4-5 fliegend. Und immer wenn der Schaden zufügt, kriegt ihr so viel Leben. Super, super cool und damals auch richtig teuer. Der hat auch noch Morph, also ihr könnt ihn auch Runde 4 und 4, 5 haben mit Lifelink. Das ist fliegend, das ist das Ohr. Das war der Wahnsinn, es war richtig teuer, das Ding. Hat, glaube ich, sogar eine Pro-Tour gewonnen, dieser Engel, als einer der wenigen Engel. Hammer. Richtig, richtig Hammer. Ich finde es cool, dass er hier drin ist. Ich mag das Artwork und ich mag auch den neuen Rahmen. Und ja, wunderschön. Dann kommen wir zu einem, ich sag mal zu einem Legacy-Staple. Gerade wenn es in Richtung Reanimator geht, wird Iona Shield of Emeria sehr, sehr oft gespielt. Emeria ist richtig, ich weiß. 9 Mana, 7-7 fliegend. Und immer wenn Iona ins Spielfeld kommt, suchen wir uns eine Farbe aus. Und der Gegner kann keine Zauber mit dieser Farbe casten. Das heißt, wenn wir damit weiß ansagen, kann der Gegner keine weißen Karten mehr casten. Wenn wir damit blau ansagen, keine blauen mehr. Es gibt die Möglichkeit, hier zum Beispiel Painter Servant beizutun, dann sagen, alles ist blau und dann sagt man mit ihr, man darf keine blauen Sachen mehr spielen. Das ist aber Spielerei. Das ist eine ganz, ganz große Spielerei. Gibt es auch ein lustiges Deck, wo man Painter Servant auf grün setzt, Natural Order macht, um dann Iona rauszuholen und egal, lassen wir das. Es ist ein wunderschönes Set, by the way, für Engelliebhaber und auch so zum Anschauen, finde ich, sie wunderschön. Ich weiß, sie glitzern und wunderschön. Also zumindest für mich. Es gibt bestimmt viele Leute, die das Glitzern nicht mögen. Auch aus Odyssey, habe ich damals sogar auch gespielt, kommt der Iridescent Angel. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich bin mir nicht so sicher. 7 Mana 4-4 fliegend. Schutz vor allen Farben. Und ja, den habe ich gespielt. Das war meine Win Condition damals. Richtig, richtig cool. Auch hier an der Seite ein bisschen abgefrackt. Und ein paar Oberflächenprobleme. Aber ansonsten sieht er noch sehr, sehr cool aus. Ich mag das Artwork, wo er hier fliegt. Oder sie? Egal. Wo der Engel, die Engelin, egal. Hier fliegt und halt, richtig, richtig cool. Nices Artwork und auch diese Multicolor Frames finde ich ja sehr, sehr cool aus dieser Zeit. Es ist auf jeden Fall schon, ihr seht das auch hier, der Frame
der nicht ganz so cool ist mit dem Punkt. Ich hatte gehofft, dass dieses Set noch rauskommt ohne Punkt. Leider haben die alle den Punkt. Kommen wir dann zu einer Karte, wo ein Kollege, ein Engelfanatiker von früher, der mittlerweile leider aufgehört hat, Magic zu spielen, ewig lang gesucht hat, um diese Karte zu spielen und sie dann als Commander zu spielen und festzustellen, boah, ist die gut und boah, was werde ich gehatet. Und zwar rede ich von Genera Azura War. 3 Mana, 3/3 fliegen. Für 2 Mana legen wir eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur. Und ja, ich habe vergessen zu erwähnen. Legendär. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, Genera ist auf jeden Fall in Bahnfarben richtig cool. Und dadurch, dass man sie halt wirklich als Voltron, Beatdown, Edelmut, weil es ist ja natürlich auch die guten Edelmut-Farben, ja, das ist richtig strong, ist richtig sweet. Und das Deck ist super stark. Also wenn ihr mal ein lustiges Commander-Deck haben wollt, wo ihr ein bisschen auf euren Commander spielt und einfach nur mit ihm ins Gesicht reinrennt, schaut euch auf jeden Fall Genera mal an. Dann auch ein sehr ikonischer Engel, ich glaube aus Apocalypse, ich bin mir gerade nicht sicher, also irgendwie so 2001 müsste das sein. Der Lightning Angel, 4 Mana, 3/4, Fliegend, Wachsamkeit, Eile. Da sind wir wieder bei dem Fliegend, Wachsamkeit und Fliegend, Eile, was anscheinend echt viele Engel hier haben. Und ja, er ist einfach nur 4 Mana, 3/4, Fliegend, Eile und der war so gut. Es gab damals ein Deck, was darum gespielt hat, ich glaube in Time Spiral wurde der gesprintet, ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, in Time Spiral gab es so ein Deck, was wirklich tempobasierend nur darauf war, ihn zu spielen, während man den Gegner alles weggekontert hat und zerstört hat und dann einfach mit ihm zu gewinnen. Auch hier hat also Competitive Play gesehen. Richtig, richtig cool. Dann kommen wir zu dem für mich persönlich ikonischsten Engel dieses Sets. Und zwar der Platinum-Engel. 7 Mana, 4/4 fliegend. Man kann das Spiel nicht verlieren, der Gegner kann das Spiel nicht gewinnen. Dieser Engel hat mir in meiner ersten Hochzeit in Magic so viele Spiele gewonnen. Das war in meinem allerersten Mirrodin Booster, war dieser Engel hier drin. Nicht in Foil, nicht in diesem wunderschönen glänzenden Foil, wie es hier ist. Aber er war da drin und er hat mir so viele Spiele gewonnen, weil wir hatten nur Terror und Shocks und der war 4/4. Und wenn man da eine Bramwurmrüstung dran gelegt hat, dann war der 4/10. Und das war unbesiegbar. Das waren damals so die Casual Kitchen Table Zeiten. Ich glaube, ich weiß, ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass ich so gespielt habe, aber das ist für mich so. Wenn ich einen Engel raussuchen müsste, den ich dann für immer behalten dürfte und alle anderen Engel würden gehen, dann würde ich den Platin-Engel wählen. Und dann haben wir, wie ich ja schon gesagt habe, als Poster ja auch dabei, aus dem Commander-Deck, ich glaube von 2011, Tariel. Ich finde es ein bisschen schade, dass Tariel hier drin ist. Ich hätte es gerade zu der Zeit auch von damals super, super cool gefunden, wenn der Front-Commander hier drin gewesen wäre, weil er eben Engel, Drachen und Dämonen aufs Feld bringen konnte. Und es gab ja auch einen Drachen from the Vault. Es gab keinen Dämonen from the Vault, aber es gab einen Drachen from the Vault. Und auch da haben sie es ein bisschen vergeigt, was das angeht. Und ja, hier haben wir jetzt Tariel bekommen. In Schwarz, Weiß, Rot und 4 farblose, 4/7 Fliegend Wachsamkeit. Ich habe das Gefühl, dieses Fliegend Wachsamkeit, das wiederholt sich. Und wir tappen und suchen dann eine random Kreatur aus einem gegnerischen Friedhof aus. Den Gegner dürfen wir wenigstens bestimmen. Und diese Kreatur dürfen wir unter unserer Kontrolle ins Spiel bringen. Halt eine random Kreatur aus dem Friedhof. Wenn der Gegner nur eine hat, ist das natürlich sehr, sehr gut. Wenn der Gegner mehrere hat, ist es einfach witzig, weil dann können wir ein bisschen beten, so, ah komm, was cool ist, was cool ist, was cool ist. Muss es aber nicht. Und natürlich stark an ihm. Wir können angreifen und können das dann benutzen. Plus, wie gesagt, das Artwork ist halt wirklich, wirklich cool. Wirklich, wirklich sehr cool. Und danach der, ich glaube, wenn ich von ikonischen Engeln rede, der ikonischste aller Engel, weil der älteste aller Engel, der Zera Angel. Hier mit einem, ja, Artwork. 5 Mana, 4/4 Fliegen Wachsamkeit. Die Karte, die von Rare auf Uncommon, auf Common, auf Mythic Rare wieder umgestuft wurde, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es einen Common gibt. Ich weiß aber, dass der auf Uncommon runtergeschraubt wurde irgendwann mal. Kann auch gut sein, dass es Common ist. Irgendwer wird es mir in die Kommentare schreiben. Und ja, hier Zera Angel. Ah, wunderschön. Das ist die From the Vault Angels gewesen, die ich euch zeigen wollte. An dieser Stelle möchte ich einmal ganz gerne meinen Dutch-Kollegen Dirk grüßen, der als Engelsammler durch die Welt läuft und versucht, Engel zu sammeln. Also wenn ihr Engel habt, die ihr abgeben wollt, Dirk nimmt die bestimmt, wenn er sie noch nicht hat. Und da müsst ihr erstmal welche finden, die er noch nicht hat. Aber ja, Engel sind etwas, was eine wunderschöne Sache ist in Magic und es gibt so viele coole, verschiedene Engel und das ganze From the Vault ist ja auch schon lange her. Also ich glaube 2015
oder so. Also es ist schon länger her. Ist schon traurig, darüber zu sagen, dass 2015 lange her ist. From the Vault werden wir nicht mehr haben. Ich glaube auch, dass ich es nicht mehr schaffe, irgendwie noch andere From the Vaults zu finden, weil das hier habe ich günstig von einem Kollegen bekommen. Mehr oder weniger günstig. Aber ich habe es von einem Kollegen bekommen, dementsprechend zu einem guten Preis. Aber danach wird es, glaube ich, unverschämt, gerade für die From the Vault, die wir nicht auf dem Channel bisher schon aufgemacht haben, wo ich einfach sagen muss, oh, ich hab euch lieb, aber das euch zu zeigen, das schaffe ich noch nicht. Vielleicht später irgendwann mal. Dementsprechend hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.